So, und es ist 4 Uhr im Game und das heißt raus mit den Ruten, raus mit dem Futter und zack, Karpfenangeln auf Frequenz. Ja, und das war auch der Startschuss für die Happy Hour, also Attacke, meine ersten, die ersten Ruten, die heute hier ins Wasser geschmissen werden. Die Tage hieß es jetzt schon auch im Stream, Alden, es lübt wieder auf Tutti Frutti. Und von daher testen wir auch mal jetzt hier auf Tutti Frutti, Alden. Schön basic und bimmelt sofort los. Ha! Tutti Frutti. Ich hatte es tatsächlich gestern auch schon ein bisschen probiert. Anfangs auch ohne Futtermische, gänzlich ohne. Und auch das hat schon funktioniert. Was ich gestern allerdings getestet habe, war also dieser Spot. Gleiche Entfernung und so weiter, ohne Futter, allerdings mit großen Haken. Und das habe ich jetzt heute nochmal wieder zurückgebaut. Bin zurück auf normal große 1er Haken. Und dann testen wir heute mal, wie das denn so lübt. Ja, der erste kleine ist drin, kleiner gerahmter. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, wo habe ich dann später den größeren Durchschnitt und verdiene mehr. Gestern waren das so um die 200, 300 an Silber. Ich muss mir das nachher nochmal angucken. Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt hier so geht bei diesem Spot mit diesem Setup. Auf Setup im Detail gehen wir gleich nochmal ein. Wie gesagt, heute jetzt hier einfach komplett mit Mais und komplett auf Tutti Frutti. Da gibt es auch schon ein paar Beiträge zu im Discord. Dankeschön fürs Reinschreiben. Und wenn dich das interessiert, unterm Video gibt es den Link zum Discord. Zack. Einfach mal reinschauen, was es da so für wilde Spots gibt, die ja von vielen auch immer schön aktuell gehalten werden. Ja, von der Position, ich glaube, wer es noch nicht gesehen hat, auf 40, 133. Wir sind quasi unten direkt am See, am Tümpel hier, am Bernsteinsee. Direkt hier auf dem Anleger. Die Frequenz sieht gut aus. Und es ballern tatsächlich auch große Brocken rein. Das ist doch sehr angenehm. Auf dem 4er Haken. Also nicht nur auf dem 1-0er oder 2-0er Haken, die ja tendenziell schon zu groß sind. Nee, auch hier auf dem 1er Haken geht das schon ganz gut ab. Habe ich das Setup irgendwie komisch zusammengebaut. Ich hatte gestern nochmal irgendwie 19 Kilo. Nee, passt. Ich hatte nur die Bremse unten. Also, das sieht auch schon ganz gut aus. Ja, Futtermische. Futtermische ist tatsächlich die ganz klassische. Ich meine, bei Tutti Frutti haben wir ja die Möglichkeit, mit der Futtermische komplett alles auf Tutti Frutti zu machen. Maismehl, eher so ein bisschen süßlich, geht natürlich auch immer ganz gut als Basis. Man kann es auch komplett weglassen, wenn man PVA oder eben Trockenfuttermische macht. Und man kann natürlich auch hier vielleicht diese ganz kleine Komponente durch geschredderte Boilies ersetzen, dass man tendenziell eher größere Futtermischen hat. Jetzt, wie gesagt, hier mit Maismehl als Basis und diesen kleineren Pellets auch da drin oder diesen kleineren Partikeln auf Frequenz. Heißt also, wir wollen ein bisschen mehr rumstauben im Wasser, wir wollen mehr anlocken. Lockt aber, wie gesagt, tendenziell eher die kleineren an. Was man natürlich machen kann, wenn man jetzt hier vielleicht so 5-6 Mal reingeworfen hat, noch gar nicht so viel, vielleicht einfach nochmal so ein Stringer hinterher mit ein paar Boilies. 5 Boilies einfach mal so reinschmeißen, dass man da vielleicht mal ein paar größere Partikel am Spot hat. Allerdings besteht halt da auch immer wieder die Gefahr, dass man ratzfatz überfüttert. Will man natürlich auch nicht. Von daher immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ja, was teste ich jetzt hier gerade noch? Ich teste gerade noch verschiedene Farben. Tutti Frutti gibt es in 2 verschiedenen Farben. Und auch das muss man natürlich testen. Wir gucken gleich mal eben rein.
So. Mal eben hier schreiben. Okay, dann gucken wir mal hier eben rein. Also, folgendes Setup haben wir. Einserhaken, ganz normal hier auf dem Karpfen-Setup. Einfach nur Pop-up mit Tutti Frutti Gelb. Und dann gibt es eben verschiedene Varianten auch noch vom Dip. Also einmal dieses und dann einmal, gucken wir mal hier hinten, jenes als Dip. Also die beiden Varianten gibt es. Und dann können wir natürlich auch noch das Pop-up-Mais-Dingen hier ändern. Dann nehmen wir den Tutti Frutti Rot. Auch das hier nochmal mit, ja, verschiedenen. Eigentlich bräuchten wir noch eine vierte Route, dass wir die verschiedenen Variationsmöglichkeiten dran haben. Oder wir testen es halt nacheinander, ne? Also, kleiner oder normal großer Einserhaken. Jetzt nicht besonders groß. So. Und dann lübt es. Naja, ich sag mal, von den Größen bisher ist es ganz okay. Das sind jetzt alles so die 3-4 Kilo Dinger. Guck mal, hier ist schon wieder einer dran. Das ist voll okay. Gerade der war ja bei 10 Kilo. Dann geht mal so was kleines Schäbiges rein. Joa, passt eigentlich. Ich mache jetzt gleich mal die Futtermische runter. Das sind jetzt auch erstmal wieder 10 Stück. Das ist soweit auch erstmal ausreichend. Dann lasse ich jetzt eine kleine Pause. Wie gesagt, es ist mit 4 Uhr Start eigentlich immer eine ganz gute Uhrzeit zum Anfüttern. Dass man die Morgenstunden halt schön mitnimmt. Dann ist ja mittags rum so ein bisschen weniger. So. Genau. Und dann einfach so ein bisschen zuppeln. Beziehungsweise einen nach dem anderen rauszuppeln lassen. Und dann gucken. Ja, wie gesagt, Mittagszeit ist halt ein bisschen Flaute. Und dann schmeiße ich so in der Mittagszeit einfach nochmal gleich ein bisschen was rein. An Futtermische. Vielleicht nehme ich da auch nochmal ein bisschen größere Partikel. Und dann gucken wir, dass dann die Abendstunden nochmal abgehen. Ja, in der Gewichtsklasse, wie gesagt, passt's. Futtermische jetzt mal runter. Ich bin übrigens hier auf 15 Meter geklippt. 15 Meter, ihr seht es vielleicht immer wieder hier vorne in den Schatten der beiden Bäume. Zack. Tendenziell eher hier gerade so diesen rechten Baum angeworfen. Aber ich werfe eigentlich immer hier vorne in den Schatten da vorne rein. Hab dann also da ein Ziel, wo ich halt immer schön kontinuierlich das anpeilen kann und dann landet das Futter auch immer an der gleichen Stelle und die Köder dementsprechend natürlich auch. Ja, von der Menge jetzt hier in 6 Minuten 9 Fische, das ist natürlich schon richtig, richtig gut. Wenn man das jetzt aufrechterhalten kann, dann ist natürlich alles richtig gemacht. Dann kommen wir ratzfatz dazu, dass wir halt innerhalb, ja ich sag mal unter einer Stunde eben deutlich über 60 Fische sind. Das wäre natürlich, wie gesagt, richtig, richtig gut. Und damit macht man dann auch super viel Kohle, richtig gut XP. Und wenn dann auch noch so ein paar seltene reingehen, ne? Das wäre der Hammer. Ich habe schon einige Bilder gesehen von Geisterfischen, was hatten wir? Ne, hauptsächlich waren es Geister. Verschiedene Geister. Geisterschuppi, Geisterspiegel, das waren die meisten, die hier reingegangen sind auf Tutti Frutti. Also wie gesagt, das wäre natürlich dann auch eine Option hier, vielleicht mal so einen großen, seltenen Karpfen hier abzuziehen. Und es bimmelt weiter und es bimmelt weiter. Cool, gerade erst ausgeworfen und lübt schon wieder. Ja, habe ich jetzt schon ein Resümee? Eigentlich noch nicht so richtig. Bisher laufen alle. Siehst du das auch? Also es ist gerade echt nicht so easy zu sagen, welche Kombination an Tutti Frutti am besten läuft. Irgendwie laufen sie. Komm mal ran hier. Irgendwie laufen sie alle. Yep. Wobei Rot ist vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Bam. Rot ist vielleicht noch ein bisschen weniger. Oh, auch hier jetzt gleich die Futtermische wieder runter machen. Dann haben wir hier genau auf, ja, 10 Mischen drin. Perfekt. Gerahmte, sehr schön. Gerahmte auch richtig gut von der Kohle. So, runter damit. Und rein damit. Perfekt. Perfekt. Ja. So und so weiter. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt gleich nochmal ein bisschen. Oh, geht schon direkt weiter. Ich würde sagen, ich ziehe nochmal ein bisschen raus. Aber,
Ich glaube, ich kann hier konstant ziehen und so wahnsinnig viel muss man auch gar nicht mehr zu diesem Spot sagen. Es läuft gut. Ich könnte jetzt hier noch eine Stunde stehen und das Ganze einfach ausprobieren. Aber ich würde sagen, stell die einfach mal selber hier hin. Ich gucke jetzt noch mal kurz in den Kescher rein, ohne irgendwelche Specials. Muss ich doch noch mal eben einen rausziehen. Doch, den nehmen wir noch mal eben mit. Nicht, dass er mir abhaut. Bam. Das ist das immer, ne? Ich gehe jetzt gleich weg und dann kommen sie schnell. Komm ran hier. Und direkt der Nächste. Man kommt hier gar nicht weg. Man kommt hier gar nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Also wie gesagt, Frequenz super. Gleich der 15. Fisch in 10 Minuten. Also, und der Nächste. Perfekt, so muss das sein. Ich muss schneller einkurbeln. Wobei, ihr seht, ne, die sind nicht so riesig, ne? Die sind nicht so riesig, aber auch beim letzten Mal schon oben auf, was war das, 133. Da war das auch so. Da ging das auch ratzfatz, ey. So, jetzt gehe ich, nach dem gehe ich schnell. 4 Kilo schwer. Und dann gleich wieder schnell zurück. So. Zack, zack, zack. Okay, und jetzt schnell gucken. Alter, 16 Fische mal eben. 16 Fische in der kurzen Zeit. Einfach nur auf Maiskorn. Heißt auch super günstig. Die Futtermische ist auch nicht so teuer. Kann man also ratzfatz herstellen. Und selbst ohne Futtermische lübt das auch gut. Bam. Also, kurz nach dem Price sortieren. Ja, wie gesagt, die Gerahmten bringen halt mit am meisten Kohle. Lohnen sich am meisten. 113 Silber in 10 Minuten. Ich mach mal weiter, ne? Also, Petri Lümmels, wenn's geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream. Entweder auf YouTube oder auf Twitch. Bis dahin.